Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon überhaupt mal angedeutet hatte. Ich überlege, mein Auto zu verkaufen aus verschiedensten Gründen. Ich habe ein Auto zur Option, was ich eventuell bekommen kann von Verwandten. Je nachdem, wie viele andere Leute da jetzt auch noch Interesse haben, weil das wäre sehr, sehr günstig. Und deswegen haben da natürlich auch viele andere Interesse. Und ich dachte mir so, ich kann jetzt einfach nicht nichts tun und wollte jetzt mal eine Autoprobe fahren. Ich bin super aufgeregt. Wenn ihr seht, was es ist, dann werdet ihr denken, oh mein Gott, ist die komplett bescheuert. Der Punkt ist einfach, dass ich irgendwas Cooles fahren will und, oh Gott, ich habe das noch niemandem erzählt. Also ich habe Moritz erzählt, dass ich jetzt eine Probefahrt habe. Ich wollte den eigentlich mitnehmen, aber dem geht es nicht so gut. Deswegen mache ich das jetzt immer alleine. Ich werde also die Probefahrt machen, dann fahre ich mit dem Auto in eine Werkstatt, lass gucken, was gemacht werden muss, dass das Auto TÜV kriegen kann. Das hat nämlich gerade keinen. Und ja, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Das ist aber nur so. Ja, ich habe, weiß ich nicht, ich hätte echt gern jemanden dabei gehabt, aber es ist so schade, dass Moritz krank ist. Aber ich kriege das auch alleine hin. Ich fahre jetzt erstmal los. In 17 Minuten bin ich beim Autohaus. Hä, hey, krass, wieso geht das so schnell? Ich habe denen gesagt, in einer halben Stunde bin ich da. Ist ja auch egal. Ich bin gleich da. Gucken wir das Auto an. Ist es fahrbereit? Okay. Ich zeige euch gleich das Auto von außen. Ich stehe an der Ampel, aber ihr seht vielleicht schon. Oh mein Gott. Es ist ein Oldtimer. Also, ich war gerade bei der Werkstatt und mir wurde zum Thema TÜV echt keine große Hoffnung gemacht. Die ganzen kleinen Roststellen wären gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Schwelle und die Bremsen vorne komplett neu müssen und ich dann auch noch einen netten TÜV-Prüfer brauche. Eventuell müsste man auch die Heckklappe austauschen. Wie gesagt, es kommt auf die Nettigkeit des TÜV-Prüfers an. Ich halte gleich nochmal an und zeige euch das Auto nochmal außen herum. Aber ich finde es so schön. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen verliebt. Es ist aber super anstrengend, ohne Servo zu fahren. Meine Arme. Und das Ding hat einfach nur 4 Gänge, einen Rückwärtsgang und einen Gang zum Anmachen. Keine Ahnung. Fragt mich nicht, was das ist. Da steht ein E. Ich kenne mich null aus. Ne? Da steht ein E und den Modell musst du einlegen, dann kriegst du das Auto an. Voll lustig. Ich habe es nämlich erst nicht angekriegt. Aber gut. Ich zeige euch das gleich mal von außen. Ist dieses Auto nicht wunderschön? Guckt euch mal die Räder an. Ja, ich sehe hier halt auch solche Sachen, ne? Aber trotzdem. Also ich bin halt hin und weg, aber das Problem ist, das hier würde der TÜV-Prüfer vielleicht mit einem Auge zudrücken noch durchgehen lassen. Dann hier bei der Heckscheibe, das ist vermutlich dann eher 20 Augen zudrücken, also muss wahrscheinlich gemacht werden. Genau. Ich kann ja nochmal reingehen, mal drinnen gucken. Ja, ist aber hier hinten. Ich kann euch dazu jetzt auch nicht so viel sagen. Ist auf jeden Fall dunkler Dachhimmel, finde ich ziemlich cool. Ja, die Sitze sind auch echt schön. Ich weiß nicht, ich finde das so stilvoll. Das ist der coole Gang zum Anmachen. Habe ich noch nie gesehen vorher. Jo, hier könnte man auf jeden Fall ein Radio einbauen. Ansonsten, Kilometerstand ist auch in Ordnung. Ich war jetzt gerade in einer Werkstatt, habe das Auto durchchecken lassen. Und die haben mir gesagt, so vom Kilometerstand her und so easy peasy, die Dinger sind unkaputtbar und so. Also gar kein Ding. Okay, cool. Der hat jetzt von der Leistung, weiß ich nicht, kann ich einblenden und alles, aber der Motor ist also super, die Zündung muss eingestellt werden, aber ansonsten alles gut. Das Problem ist halt wirklich der TÜV, der braucht neue Schweller und die Bremsen vorne müssen neu gemacht werden. Aber einfach für diese Blicke der ganzen Leute, die so alle Neid erfüllt und so richtig gerade hierher geguckt haben, oh Gott, das wäre so schön. Das ist, weiß ich nicht, es ist total cool. Ich bringe das Auto jetzt zurück, quatsch nochmal mit denen und dann können die mir ja vielleicht auch nochmal was sagen. Die machen ja eigentlich auch TÜV, aber die wollen sich wahrscheinlich nicht daran wagen, da die Sachen zu machen, die gemacht werden müssen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich das mal gucken. Ich muss hier wenden ohne Servo. Das heißt, ich muss nochmal meine ganzen Armmuskeln anstrengen. Aber auf jeden Fall, es fährt sich so schön. Oh, ich hätte das nicht machen dürfen, ey. Ich kann aber auch leider nicht einfach das Auto kaufen und dann die ganze Zeit mit rotem Kennzeichen ohne TÜV rumfahren. Das wäre ja zu schön. So, ich bin wieder zu Hause. Was habe ich mit meiner Frisur gemacht, wenn ich fragen darf?
alle Leute, denen ich davon erzählt habe, dass ich dieses Auto gefahren bin, waren irgendwie so, oh mein Gott, was für ein cooles Auto und das hat so viel Potenzial und ich weiß nicht. Also ich habe dann nochmal mit den Leuten dort halt gequatscht und die meinten, dass die halt auch gucken könnten und alles also bezüglich einem Karosseriebauer beziehungsweise einer Werkstatt, die dann irgendwie nochmal sich um die Schweller kümmern könnte, Bremsen könnten die dort im Autohaus machen, Ölwechsel würden die machen, die hätten auch Lackierer für so kleine Stellen bezüglich Rost, wo der TÜV-Prüfer vielleicht dann noch rummeckert. Die Heckklappe könnte ich selbstständig eigentlich ganz gut reparieren, indem ich das so, ich sag mal, der hat irgendwas gesagt von wegen, da kaufen sie sich irgendwas für die Dusche, so dichtungsmäßig, dass ich den Gummi erneuere praktisch. Und wie gesagt, das mit dem Rost, das könnten dort die Lackierer machen. Aber mein großes Problem ist, das wäre das erste Auto, was ich kaufe, was nicht sofort fahrbereit ist. Also ich würde ein Auto kaufen, was von dem Autohaus direkt in eine Werkstatt gebracht wird. Also ich kann das da hinfahren, ist ja kein Ding, fährt ja. Und dann müsste dort halt, die Schweller müssten gemacht werden, um den Rest müsste ich mich soweit kümmern, beziehungsweise dann das Autohaus. Dann müsste ich einen TÜV-Prüfer kommen lassen, dann das wäre das absolute Zittern, wie streng oder nicht streng der ist. Dann, angenommen, ich kriege dann TÜV, dann wäre es halt sehr cool, aber irgendwie, es läuft ja nie alles rund und wenn dann noch irgendwas wäre und noch irgendwas und so, dann dauert es ewig, bis ich das Auto fahren kann. Der Punkt ist halt, dass es nicht so schlimm wäre, wenn ich jetzt ein Auto hätte, was ich nicht sofort fahren kann. Aber es wäre, wie gesagt, das erste Mal, dass ich sowas mache und ich habe irgendwie halt ein bisschen Angst, dass ich zwischendrin, und ihr fragt mich nicht, wieso, aber dass ich zwischendrin die Laune oder die Lust verliere, da irgendwie meine Zeit rein zu investieren, aufgrund auch einfach des Stressfaktors und so. Ich bin super begeistert, wie gesagt, ich glaube, das mit den Oldtimern, dass ich da so drauf stehe, das habe ich auch irgendwie ein bisschen von meinem Opa geerbt, der hat sowas gesammelt. Aber ich weiß nicht, wieso ich da jetzt drauf komme, damit einfach anzufangen. Und jetzt so, ich weiß es nicht, oh Gott. Also, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Auto findet. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit, ehrlich gesagt, um jetzt mich nochmal ein bisschen zu sammeln und so. Aber, ich will jetzt nichts Endgültiges sagen, aber die Tendenz ist eher so, dass ich mich vermutlich nicht daran wagen werde. Stand jetzt, müsste ich mich jetzt sofort entscheiden, dann würde ich lieber sagen nein. Ich quatsche auf jeden Fall heute Abend nochmal mit Tim, also über FaceTime, dass wir uns nochmal so richtig unterhalten, weil jetzt so hin und her geschrieben, da kannst du ja nicht so weit klären. Ich telefoniere dann nochmal mit dem Autohaus, die wollten sich auch nochmal halt kümmern, weil die vielleicht halt jemanden rankriegen könnten, der sich um die Schweller kümmert oder jemanden kennen, wo ich das Auto hinbringen kann. Ja. Naja, wir werden sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe jetzt schon in der letzten Zeit 3-mal eine Probefahrt gemacht und die Kamera zwar mitgenommen gehabt, also es erzählt gehabt, aber nie so das Auto gezeigt, weil es nicht so spektakulär war. Das Auto war jetzt aber ziemlich, ziemlich cool. Und ich weiß nicht, also ich will jetzt hier nicht, dass es so ein Kanal wird, wo ich ständig irgendwelche Autos probefahre und dann soll ich mir lieber über eine Sendung bei D-Max oder so Gedanken machen, wenn ich an sowas Spaß habe. Nee, aber im Ernst, ich finde es eigentlich ziemlich cool, aber es wäre halt schön gewesen, wenn das Auto in einem besseren Zustand wäre. Da hätte ich vermutlich mein CityGo sofort auf der Stelle verkauft und das andere gekauft. Also wenn das jetzt, ich sag mal, noch ein Jahr TÜV gehabt hätte oder 1,5 Jahre, das wäre natürlich ideal, oder wenn das frischen TÜV hätte oder was weiß ich. Oder halt noch ein Rest-TÜV. Da hätte ich wahrscheinlich nicht groß nachgedacht und erst wird das Ding gekauft. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt nicht irgendwie so dazu verleitet wurde. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Auto findet. Und dann bis zum nächsten Video.